Mann, Digga, was, wisst ihr, was ich mich an dem Punkt frage? Lass doch mal so, warum gibt's nicht so einen schwarzen Autoverkäufer, der einen Rolls Royce verkauft, Mann? Das wäre unnormal sick. Irgendwas, Bro. Irgendwo, wo ich sagen kann, ein Macher, der hat's geschafft. Nein, Moritz hat's geschafft. Ja, Mann. Low-key racist? Nein, Bro. Du weißt selber, wie ich es meine. Guck mal, ich gebe euch jetzt ein perfektes Beispiel. Habt ihr schon mal einen schwarzen Polizist gesehen? Ich noch nicht. Ich habe auch noch nie einen schwarzen Lehrer in Deutschland gesehen. Ich noch nicht. Ich habe das noch nicht gesehen. Ich habe das einfach noch nicht gesehen. Habt ihr das schon mal gesehen in Deutschland? Ja? Hä? Ich habe noch nie einen schwarzen Schullehrer gesehen. Auch noch keinen dunkelhäutigen Polizisten. Ich habe auch zum Beispiel noch nie ein Taxi an der Tankstelle gesehen. Hat einer schon mal einen Bus tanken gesehen? Auch noch nie. Noch nie habe ich noch einen Bus tanken sehen. Polizeiauto habe ich auch noch nie gesehen an der Tankstelle. Oder wie ein McDonald's gebaut wird. McDonald's ist einfach immer da. Hat einer schon mal einen McDonald's irgendwie bauen sehen? Nie. McDonald's, hier. Bap. Ah, nice. Ich weiß nicht, also es gibt Sachen, die ich noch nicht gesehen habe. Eine schwangere Chinesin habe ich, glaube ich, schon gesehen. Urana, vielen, vielen, vielen Dank für 7 Monate, mein Engel. Danke für deinen krassen Support. So heftig. Feuerwehrauto habe ich... Ich habe auch noch in Deutschland noch nie einen schwarzen Feuerwehrmann gesehen. Ey, Worldwide, John, danke für 3 Monate. Doch? Ich rede immer von Deutschland. Ich rede von Deutschland, ne? Noch nie einen schwarzen Fahrer. Boah, das weiß ich nicht. Nee, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Einen schwarzen Arzt habe ich in Deutschland. Oh doch, habe ich gesehen. Beim VfB, der Teamarzt, den habe ich gesehen. Ja, doch. Einen schwarzen Skifahrer gibt es nicht. Ich schwöre es euch, zeigt mir einen schwarzen Skifahrer. Noch nie gesehen, dass da einer die Piste runterjagt. Noch nie. Ich war einmal auf Ski und glaubt mir, geisteskrank, bodenlos, was ich da abgeliefert habe. Luciano Loco. Ein Chinesen mit Vollbart ist auch krass. Boah. Ich habe auch noch nie einen dunkelhäutigen Metzger gesehen, wo ich mir in der frühen Leberkäse abhol und der zu mir sagt, moin moin. Ja, nee, gibt's nie. Auch noch nie gesehen, moin moin. Was darf's sein? Ihr Labor Case. Hier, mein Guter. Ja, aber so, manchmal habe ich das Gefühl, ich sehe das nicht oder ich lebe in der falschen Stadt oder so. Aber gut übers Thema. Wir sind jetzt richtig weit abgeschweißt, aber trotzdem cool. Cooler Smalltalk. Vom Vibe her. Ey Leute, einer schreibt, türkisches Einzelkind. Habe ich auch noch nie gesehen. Ali hat immer einen Bruder oder Mehmet hat immer einen Bruder. Natürlich no disrespect, aber die sind nie Einzelkinder. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? Plus eins, wenn ihr mir jetzt recht gebt. Umut hat auch einen Bruder, glaube ich. Umut hat auch einen Bruder. Und immer hatten sie ein Hochbett.